Was hat spontanes Sprechen mit Tanzen zu tun? Gibt es etwas Gemeinsames? Ich behaupte, es gibt. Hallo zusammen, da bin ich wieder. Und heute möchte ich mit euch über ein interessantes Thema sprechen, nämlich spontanes Sprechen. Soweit ich weiß, ist es ein Problem für viele von euch. Ich bekomme sehr viele Nachrichten, E-Mails und Kommentare auf YouTube und Facebook und Instagram mit Fragen wie: Maria, ich lerne so viel Grammatik, ich lerne so viel Wortschatz, aber mein Sprechen, mein spontanes Sprechen im Alltag verbessert sich dadurch nicht. Und ich sage, naja, zum Beispiel frage ich: Kannst du tanzen? Und wenn dann die Person sagt, ja, mehr oder weniger, dann sage ich: Wie hast du tanzen gelernt? Am Anfang musstest du bei jeder Bewegung nachdenken. Was mache ich mit dem Arm? Was mache ich mit dem Fuß? Drehe ich mich nach rechts oder nach links? Und so weiter. Und dann nach und nach, je besser du tanzen konntest, hast du gemerkt, okay, jetzt laufen bestimmte Dinge automatisch. Das ist genauso wie beim Sport. Ein Läufer zum Beispiel, jemand, der Marathon läuft oder so, denkt nicht über jeden Schritt nach. Er macht bestimmte Dinge automatisch. Passend jetzt zu den Olympischen Spielen in Tokio, ein Leistungssportler macht viele Dinge oder eigentlich alles, was er macht, fast schon auf Autopilot. Der Körper weiß genau, was er zu tun hat. Aber wie hat er das erreicht? Wir können nicht sagen, dass manche Sportler besser sind als andere, weil sie einfach mehr Talent haben. Es geht in diesem Fall weniger um Talent, sondern um routiniertes Üben und Trainieren. Und genau das Gleiche haben wir beim Sprechen auch. Denn am Anfang musst du, wenn du anfängst zu sprechen, überlegen, wo ist nochmal das Verb und wie ist die Struktur vom Satz und ja, und was sage ich zuerst und was sage ich danach und so weiter. Also Wortfolge, Satzbau ist ein schwieriges Thema für viele von euch, das weiß ich. Und nach, was passiert zum Beispiel bei mir oder bei Muttersprachlern auch, wenn jemand gut und fließend und sicher spricht, dann muss er nicht mehr nachdenken, wie sage ich das jetzt und wo ist das Verb und ist das Verb an der zweiten Stelle oder an der letzten Stelle oder an beiden und so weiter. Man stellt sich diese Fragen einfach nicht mehr. Das heißt, mit der Zeit kommt es zu einem Automatismus. Aber damit es dazu kommt, musst du üben. Und zwar, es geht nicht um Talent, es geht nicht darum, dass du dich einmal hinsetzt und 22 Stunden am Stück übst. Es geht darum, dass du jeden Tag ein bisschen übst. Und es ist eigentlich sehr einfach. Du übst genau das, was du können möchtest. Wenn du ein guter Sportler werden möchtest, dann übst du diese Sportart, in der du gut sein möchtest. Wenn du gute Texte schreiben möchtest, dann fängst du an, Texte zu schreiben. Und viele glauben, dass es bei der Sprache anders ist. Dass man die Sprache irgendwie vielleicht doch über einen Shortcut, über eine Abkürzung lernen kann oder dann so mit dem Kopf durch die Wand und plötzlich wachst du auf eines Morgens und kannst dann perfekt Deutsch. Das funktioniert so nicht. Aber wenn du dein Lernen in kleinen Häppchen organisierst und immer wieder Sachen wiederholst und übst und eine Routine aufbaust, dann hast du auf jeden Fall ja, gute Chancen auf Erfolg. Warum erzähle ich das? Warum erzähle ich euch immer wieder Metaphern? Weil ich in jedem Gespräch, das ich mit unseren Kursteilnehmern führe, jedes Mal nach neuen Worten suchen muss, wie ich etwas erkläre. Und das ist, finde ich, das Faszinierende an meiner Arbeit. Ich erzähle keine Grammatik, ich erzähle keinen Wortschatz, aber wenn ich jemanden berate, dann suche ich, wie kann ich gerade dieser Person mit passenden Worten erklären, wie das Ganze funktioniert. Und das ist super spannend, weil ich jedes Mal aufs Neue suchen muss und ich freue mich über jede neue Metapher, die ich gefunden habe und über jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer in unseren Kursen oder auch hier auf YouTube, die etwas verstanden habe, weil ich die richtigen Worte gefunden habe. Also beim Lernen ist es für dich vielleicht hilfreich zu wissen, es gibt nichts Objektives.
Man kann nicht sagen, okay, alle müssen Grammatik und Wortschatz und so weiter nach diesem Schema lernen. Und dann machen das alle Leute auf der Welt, die Deutsch lernen wollen. Alle Menschen. Ich sage immer, Leute sollte man nicht so häufig sagen. Das gibt es nicht. Genauso wie man nicht sagen kann, okay, wenn du Leistungssportler werden möchtest, dann mach Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Die Menschen sind unterschiedlich. Der eine braucht so ein Training, der andere hat noch nie Sport gemacht und muss ganz anders anfangen und so weiter und so fort. Es ist alles individuell und ich glaube, der Grund, warum ich überhaupt das so sehr genieße, diese Schule zu haben, diese Deutschschule, ist, weil ich jedes Mal aufs Neue, für jeden neuen Teilnehmer, für jeden neuen Kurs, neue Formulierungen, neue Erklärungen suchen muss. Es ist nicht so, dass ich immer die gleichen benutze und die Leute müssen sie dann lernen. Jetzt habe ich schon wieder die Leute gesagt. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit viel zu wenig Videos gemacht, aber es kommen einige spannende Projekte demnächst und da freue ich mich schon sehr, sie mit euch zu teilen. Und in der Zwischenzeit abonniert natürlich, wer noch nicht den Kanal abonniert hat. Und lasst mir ein Like da und einen Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall. Und teilt natürlich das Video mit euren Freunden, Feinden und so weiter. Also, bis dann. Ciao, ciao.